Bärenkrallen. Viele Legenden zufolge wurden sie für uralte Rituale verwendet. Doch wie kann ich sie abschneiden? Habe ich nicht irgendwas mit einer Nagelfeile? Nein, damit schneide ich keine harten Bärenkrallen durch. Das kann ja sein. Kannst ja abfeilen. Oder nicht. Und Beppo ist verschwunden. Okay, ich habe viel zu viel hier. Teil des Kreisschlosses. Was für ein Schloss denn, bitteschön. Hoffentlich kann Ryan die verschlossene Tür öffnen. Ich sollte wohl lieber den ESP-Rekorder nehmen. In der Lobby kann ich noch etwas tun. Im Wohnwagen des Kochs kann ich auch noch was tun. Okay. Im Wohnwagen des Kochs. Sehr interessant. Und was bitteschön? Oh, ein Ladegerät. Aha. Geladene Batterien. So schnell geht das also. Okay. Gut, dann gehen wir in die Lobby wieder zurück. Da, hier oder was? Oder hier oder wann oder was? Ja, hier kann ich noch was tun. Okay, die Frage ist nur was. Ah. Hier könnte ich einen neuen ESP zusammensetzen. Okay, diese Werkzeuge brauche ich jetzt nicht. Was brauche ich denn jetzt da? Kopfhörer. Ich könnte den Kopfhörer mit Kleber reparieren. Perfekt. So, jetzt brauche ich das, den Stimmrekorder. Dafür brauche ich wahrscheinlich die Batterien. Okay, nein, das brauche ich. Nein, okay. Nagelfeile aufbrechen, okay. Jetzt könnte ich das hier verwenden. Batterie. Wanze. Okay. Und nun habe ich einen ESP-Rekorder. Perfekt. I've got the door open. Let's see if we can find that carved deer skull. Geh mal rein. Okay. Das schaut mal eher schon nach dem hier aus. Ja. Perfekt. I won't help them. Was? The spirit seems very upset, but I need him to calm down before I can figure out why. He keeps repeating shaman stick complete. Demon spell break. That's the second time we've heard demon during this case. I think there might be more to this haunting than simply two lovers trying to be together in the afterlife. I'm worried too. I think we need to try a proper seance. I'm on seance setup. Why don't you go have a look around the excavation site? Dr. Walter said everything started on a recent dig. Perhaps there is another piece of the puzzle there. Ja, dann würde ich mal sagen, wir suchen nochmal, aber zuerst schaue ich einmal hier noch ein bisschen. Ach, ein Teil des Schlosses. Jetzt könnte ich eine Haarklammer brauchen. Ich knacke. Was? Wie soll denn das funktionieren? Knacke mit der Haarklammer das Schloss. Wie? Ah. Nein, das war ich zu schnell.
Pack. So, wir haben hier eine Leiter. Eine Schere und das war's. Eine Feder, eine Perle. Wenn ich einen Magneten hätte, könnte ich diese Nägel herausziehen. Okay, das heißt, wir brauchen noch Nägel. Ah, Magneten. Jo, Nägel bräuchte man eigentlich auch. Von innen verschlossen. Okay. Nein, ich habe mich noch nicht umgesehen, weil ich mich erst hier im Hause umsehe. Entschuldigung, jetzt kann ich runter. So. Hey, hallo? Schlechter Scherz jetzt, oder? Wie komme ich jetzt hier raus? Ich weiß es nicht. Der Reifen hat ein Loch. Sowas auch. Kann man flicken. Ohne Griff ist dieser Pickel nutzlos. Was haben wir denn jetzt aufgehoben? Gasanzünder, okay. Ah, nicht schlecht. Rauchen verboten. Dieser Baum scheint mir der einzige Ausweg zu sein. Doch wie? Hochklettern? Okay, was haben wir hier? Was ist das? Ein Sägeblatt. Okay. Hier haben wir doch, der Lampe steckt fest. Ich kann ihn mit bloßen Händen nicht hinaus herausziehen. Mit einer Gartenschere vielleicht. Oder mit einem Gaserzünder. Oder mit einem Sägeblatt. Nee. Okay. Tut mir leid. Ich muss den Schlüssel finden oder das Schloss durchsägen. Mit einem Sägeblatt. Das braucht einen Griff. Klar. Braucht einen Griff. Man kann es nicht so nehmen, das Blatt. Und ritsch, 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 ritsch machen. Was? Wenn diese Armbrust vollständig wäre, könnte ich damit hier rauskommen. Ist sie aber noch nicht, mein Freund. Okay. Kann ich hier noch irgendetwas tun? Nein, nur den Spaten noch nehmen. Okay, dann gehen wir mal raus. Achso, warte mal, da kann ich auf die Seite so zugehen. Ah, sehr schön. Da haben wir dann auch, wie das Skelett sein soll. Ich habe dieses Schloss in Dr. Walters Wohnwagen gefunden. Das muss die Lösung sein. Jo, da fehlt uns nur noch ein Beinchen, falls du dich erinnern kannst, ne? EMF. Letztes Mal noch. Dankeschön. Der Griff einer Säge. Ich muss das Sägeblatt finden, um es zu nutzen. So, das ist Sägeblatt. Dankeschön. Oh, ein Seil. Doch wie schiebe ich den Stein weg, der darauf liegt? Keine Ahnung. Mit deinen supermächtigen Kräften. So, da kann ich jetzt das Schloss durchsägen, hoffentlich. Ritsch, ratsch. Dann kriege ich Öl. Dann und das war's. Ja, was für ein Teil der Armbrust ist kaputt? Gottchen. Das Öl kann ich schon einmal reingeben. Ich muss den Docht herausziehen. Mit was denn? Ich habe nichts. Mit einer Schaufel geht's schwer. Mit einer Gartenschere wird's auch schwer gehen. Also brauche ich im Prinzip eine Schere. Oder irgendetwas in der Art. Der Reifen hat ein Loch. Jetzt kann ich ihn flicken. Jetzt muss ich den Reifen aufpumpen. Wir machen es mit dem Mund. Da brauche ich einen Griff. Pfeilspitze wird mir da auch nicht viel bringen. Ein Hammer mit einer Schaufel, mit einer Pfeilspitze. Pfeilspitze! Jetzt habe ich es. Armbrust. Pfeilspitze.
Das ist kein Teil der Armbrust. Ja, dann tut's mir leid, dann kann ich dir nicht helfen. Hallo? Mit einem Hammer? Zu klein. Mit einer Schaufel? Zu klein. Warum man wohl diesen Bereich hervorgehoben hat, vielleicht sollte ich dort graben. Ah, ein wichtiger Hinweis. Huch, die Schaufel ist kaputt. Harter Fels, kein Wunder, dass die Schaufel kaputt gegangen ist, jetzt brauchen wir einen Pickel. Einen Pickel, den habe ich im Gesicht, den kann ich austrocknen. So, jetzt haben wir eine Axt. Oh. Es ist so dunkel hier drinnen. Oha, wo bin ich denn da gelandet? Es ist so dunkel hier drinnen, ja, was soll ich machen? Ich würde ja gerne etwas tun hier. Ich habe in der Ausgrabungsstätte in der Nähe der Stelle, die der Archäologe uns genannt hat, diese Zeichnung gefunden. Das muss die Lösung für das Schließfach im Spukwohnwagen sein. Darin sollte ich einmal nachsehen, sobald ich hier rauskomme. Ich sitze in der Ausgrabungsstätte fest. Jemand hat die Strickleiter hochgezogen. Jetzt muss ich einen anderen Ausweg finden. Oben am Hang steht ein Baum. Wenn ich es schaffe, ein Seil um den Stamm zu werfen, könnte ich mich hochziehen. Ich muss die Ausgrabungsstätte absuchen. Dr. Wolters hat gesagt, dass in dieser Gegend eine hohe paranormale Aktivität auftritt. Ich muss schnell hier raus, bevor etwas Furchtbares passiert. Jo, ist eh schon passiert. Wir sitzen fest. So, ich muss den Reifen aufpumpen. Dafür brauche ich ja dementsprechend einmal eine Luftpumpe, würde ich mal sagen. Ne? Hier kann ich nicht runter, weil hier brauche ich nämlich ein Licht. Hier brauche ich die Spitzhacke, was weg ist, wollte ich gerade sagen, aber die geht ja anscheinend doch nicht. Den Stein kann ich wahrscheinlich mit der Dingsbums wegbringen. Okay, da brauche ich ein Seil. Und die einzige Möglichkeit, was noch besteht, ist hier drinnen mit der Armbrust. Ne? Und dann Docht. Die Dochterlampe steckt fest. Mit bloßen Händen kann ich ihn nicht herausziehen. Ah, mit der Sicherheitsnadel. Ich bin doch ein Depp. So, Gasanzünder. Fertig. Wunderbar. Wir haben eine funktionierende Öllampe. Oh. Ich bin in einem Grab. Ich frage mich, wer das war. Könnte das der Schamane gewesen sein? Ich weiß es nicht. Ich will es nicht genau wissen. Ach, nicht schon wieder dort. Okay, warte mal. Jetzt nehmen wir das einmal hoch. Und ein bisschen breiter. Und jetzt schauen wir mal, welche Frequenz wir da haben oder suchen. Das ist diese hier, ne? Genau. So, dann höher geht's nicht mehr. Ah, okay, das ist nicht die Frequenz, was wir suchen. Das müsste diese hier sein. Auch nicht. Weil höher geht's nicht mehr, genau. Das ist das hier. Jawohl. The talking stick is key. The talking stick. Fear its power. You will try to get it. Be aware. Talking stick. Oh. Er ist noch nicht fertig. Ich muss eine Pfeilspitze. Es fehlt eine Pfeilspitze. Jetzt ist sie fertig.